Frau stirbt, kommt zum Himmelstor, Petrus öffnet die Tür, sagt, grüß Gott, bin jetzt gerade frisch verstorben und wir haben da so einen Schnupperkurs und jetzt wird ich fragen, kann man sich das vielleicht kurz einmal anschauen? Sagt er, nein, aber Informationen können sie haben. Sagt er, wie ist das da so? Und so. Sagt er, naja, bei uns ist das eigentlich relativ locker. Auf einmal hört einen herzzerreißenden, markerschütternden Schrei. Der zuckt total zusammen und sagt, was war denn das? Sagt der Petrus, naja, da hinten wäre noch die Lecherburt für die Flügel. Ne? Wir im Himmel haben wir überall haben wir alle Flügel, ne? Die wissen sie ja eh. Und die müssen irgendwie montiert werden. Jetzt sagt, ach so, ja. Na, ich wollte jetzt mal fragen, was gibt es da zum Essen? Sagt er, naja, wir haben da verschiedene Buffets, wir haben da All You Can Eat, wir haben da vegan. Auf einmal hört den nächsten Schrei noch markerschütternder als der vorige. Schrecklich fort durchs Mark und Bein, die Prescott, die hat gesagt, was war das jetzt bitte? Sagt er, naja, da werden jetzt die Lecherburt für die Heiligenscheine. Das ist ein bisschen unangenehm, ne? Die werden dann andübelt und so. Na, alles klar, nein, ich mag nicht in den Himmel. Sagt er, ja, und was dann? Sagt er, da mag ich lieber in die Hölle. Sagt er, naja, da wird er nur immer dumm gefegelt. Sagt er, ja, dafür habe ich wenigstens schon alle Löcher. Thank you.